Hallo, wir spielen heute die Musette von Johann Sebastian Bach. Ihr habt die Noten bereit liegen am Notenbrett, also fangen wir an. Wir spielen Zeile 1 und 2. Die beiden werden wiederholt. Dann spielen wir Zeile 3 und 4. Die werden nicht wiederholt. Und dann spielen wir noch einmal Zeile 1 und 2, aber ohne Wiederholung. Die ersten 8 Takte, also Zeile 1 und 2 in D-Dur. Für dieses Stück legt die Hand in der D-Dur-Grundstellung, sodass der Daumen auf dem A liegt. Ich spiele rechte Hand, Takt 1 und 2. Einmal zum Mitspielen. Und 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Und noch zweimal. Und nochmal. In Takt 3 kommt ein Sprung und wir springen mit dem Mittelfinger auf das Fis. 3, 4, 5, 4, 3, 2, 5, 3, 1. Takt 3 und 4 mit Notennamen. Fis, E, A, E, Fis, E, A, Fis, D. In Takt 5 und 6 geht es wieder wie in den ersten beiden Takten, spielt mit und 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1 und Takt 7 und 8 springen wir mit dem Mittelfinger durch die Luft aufs Fis. Wir spielen von vorne und gesondert üben. Die linke Hand bis dahin, ihr seht unter der ersten Notenlinie, das ist die Oktave D, D, D. Einmal zum Mitspielen, Takt 1 und 2. D, 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 D. Und wir springen auch aufs Fis. Fis, G, A, D. Zum Mitspielen. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 5. Ich spiele weiter, weil die zweite Zeile fast gleich ist. Und Sprung zum Fis. Pausenknopf, spielt jede Hand für sich allein. Wenn ihr soweit seid, schaltet auf Weiter. Wir spielen jetzt Zeile 1 und 2, beide Hände. Der kleine Finger ist beim A2 in der linken Hand, der kleine Finger auf dem D. Es geht. Nehmt die Hand aufs Holz oder klatscht in die Hände. Eins und zwei und. Und ihr klopft weiter und ich spiele die rechte Hand. Jetzt geht ihr auf die Tasten und ihr spielt die linke Hand. Ich spiele die rechte Hand dazu. Und jetzt kommt ein Sprung. Beide Mittelfinger springen zum Fis und es geht einstimmig. Fis, E, A, D, Fis, E, A, Fis, D. Noch einmal, Takt 3 und 4 mit beiden Händen, beginnt auf Fis. Thank you.
beide Hände auf 5.